Hallo, mein lieber Krebs, und auch hallo an alle anderen, die eingeschaltet haben. Schön seid ihr alle hier. Ich hoffe, euch geht es gut. Herzlich willkommen auf meinem Kanal Vika Stern, lieber Krebs. Lieber Krebs, heute schauen wir uns die Karten an für die Liebe. Das heißt, wir machen eine kleine Partneraufstellung. Ich schaue mir deine Energie an und die Energie von deinem Gegenüber. Natürlich auch wie immer der Rat der Karten und was im Schatten liegt zwischen euch. Ja, lieber Krebs, ganz wichtig, das ist eine allgemeine Legung, das heißt, es kann nicht für alle passen. Hör auf deine innere Stimme, dann wirst du sofort wissen, welche Botschaften für dich sind und welche nicht. Auch wenn du jetzt sagst, ich habe gar kein Gegenüber, kannst du dir das Video trotzdem anschauen, vielleicht bekommst du dann mehr Hinweise über deinen zukünftigen Gegenüber, sage ich jetzt mal. Du weißt, wie ich meine. Ja, und ich habe auch neu einen zweiten Kanal gestartet, Vika Stern Spirit Talk. Das ist ein Podcast über Spiritualität. Wenn du magst, darfst du gerne mal reinschauen. Link ist weiter unten und mir auch dort noch folgen. Dort spreche ich wirklich über verschiedene Themen, wie über Zeichen vom Universum, über das spirituelle Erwachen, über Dualseelen, karmische Seelenbindungen, was das überhaupt ist und wie man das merkt. Und ein bisschen solche Themen gehen wir da an. Ja, auch wenn du das Gefühl hast, du brauchst einmal ein persönliches Reading, biete ich das auf meinem Etsy-Shop an oder auf meiner Webseite. Link findest du weiter unten. Ja, jetzt habe ich, glaube ich, genug über mich gequasselt. Jetzt bist du dran, lieber Krebs. Und zwar, diese Legung wird etwas anders als sonst. Ich schaue mir als erstes deine Energie und die Energie von deinem Gegenüber an. Das heißt, wie sieht eure gemeinsame Energie aus, lieber Krebs? Wie sieht eure gemeinsame Energie aus? Drei der Schwerter, zehn der Schwerter. Eure gemeinsame Energie, drei der Schwerter und zehn der Schwerter. Ich nehme ganz viel Schmerz wahr und ganz viele Enttäuschungen. Vielleicht ist sogar hier ein Ende oder die Verbindung ist nicht mehr so, wie sie einmal war. Ja, fünfter Münzen, auch das Gefühl zu haben, man ist nicht gut genug, man wird nicht involviert in das Leben vom anderen zum Beispiel. So, man sitzt so wie auf der Ersatzbank, weißt du, ich meine, das ist immer so ein Gefühl. Ich finde das immer, das ist doof, also das ist nicht so nett. Und drei der Schwerter und zehn der Schwerter, Wahrscheinlich war hier auch ein Ende. Oder irgendetwas hat euch erschüttert. Muss ich direkt euch betreffen, aber am Schluss färbt es halt auf die Beziehung ab. Kann auch etwas vom Äußeren her sein. Aber ich sehe hier ganz tiefe Enttäuschungen und Schmerz. Also hier hatte ich irgendeine Verbindung, aber ich habe das Gefühl auf beiden Seiten. Schauen wir mal, drei der Schwerter, Krebs. Oha. Ja, vielleicht wollte die eine Person Kinder oder Familie gründen und die andere Person nicht. Oder hat sich vorgestellt, mit dieser Person eine Familie zu gründen. Irgendwie unterschiedliche Vorstellungen, nehme ich wahr. Könnte ein Wasserzeichen sein, muss aber nicht. Entschuldigt, ich bin immer noch so erkältet. Huch, jetzt spucke ich noch auf den Tisch. Oh mein Gott, entschuldige. König der Kelche, Wasserenergie. Entweder ist es deine oder das von deinem Gegenüber. Auch das immer wieder hin und her, nehme ich wahr. Abwägen, ist das was? Oder doch nicht?
Nimm auch wirklich nur die Botschaften, die zu dir gehören. Lieber Krebs, nicht vergessen. Schauen wir mal, wie sieht die Energie von deinem Gegenüber aus, lieber Krebs? Wie sieht die Energie von deinem Gegenüber aus? Jungfrau-Energie, könnte sich um jemand handeln im Sternzeichen Jungfrau. Interessante Mäßigkeit und Ass der Münzen. Aha. Was haben wir hier? Hohepriester und Ass der Kelche. Seltsam. Also ich sehe hier eigentlich eine Chance für die ganz große Liebe, aber warum ist denn das hier da? Vielleicht ist jemand noch nicht so weit. Entweder du oder dein Gegenüber, weil der Eremit sich tiefe Gedanken macht. Was will ich überhaupt? Will ich überhaupt heiraten? Will ich Kinder? Will ich überhaupt in eine Beziehung kommen? Was möchte ich im Leben? Was möchte ich? Was mit diesen Themen beschäftigt sich gerade dein Gegenüber? Und auch was bin ich bereit zu geben und zu nehmen, sage ich jetzt mal. Was bin ich bereit zu tun? Auf was kann ich verzichten? Weil ich glaube, dein Gegenüber sieht schon hier eine wertvolle Chance mit Ass der Münzen. Ganz, ganz wertvolle Chance hier. Aber dennoch liegt so ein bisschen die Suche nach dem, was will ich? Will ich das? Was möchte ich? Jetzt einfach generell habe ich das Gefühl. Schauen wir mal genauer rein. Warum der Eremit? Krebsenergie, deine Karte. Ich habe das Gefühl, macht sich schon Gedanken über dich. Oder vielleicht sogar Gedanken über das Thema Umziehen, Auswandern, falls das euch verbindet. Wenn nicht, dann nicht. Ja, Neuanfang. Wünscht sich eigentlich einen Neuanfang? Ich weiß nicht, was hier vorgefallen ist. Vielleicht hattet ihr einen schlechten Start. Aber weißt du nicht richtig, wie kann ich diesen Neuanfang wieder bekommen? Aus der Münzen? Ja. Ja, eigentlich Wunscherfüllung. Ganz klar. Ich weiß nicht, was dein Gegenüber hier herum studiert, überlegt. Okay, seltsam. Also ich sehe hier vom Sternzeichen her ganz stark Jungfrauenergie, Krebsenergie und Erdenergie ganz stark. Tiefe Überlegungen. Überlegungen, ob man das Glück annehmen möchte oder nicht. So fühlt sich das ein bisschen an. Schauen wir mal deine Energie an, lieber Krebs. Und jetzt ganz wichtig, kann auch gespiegelt sein. Also es kann sein, dass das deine Energie ist und diese Energie, die ich jetzt gleich lege, die von deinem Gegenüber. Nimm so, wie es passt, ganz wichtig. Wie sieht deine Energie aus, lieber Krebs? Deine Energie? Ja, deine Energie ist aber im Rückzug, hä? Du hast eine Rückzugsenergie drin. Du suchst zwar immer noch nach Möglichkeiten, nach Türen, um vielleicht diese Verbindung nochmals, entweder suchst du nach Türen, um aus dieser Verbindung rauszugehen, oder du suchst nach Türen, um in dieser Verbindung drin zu bleiben. Aber ich sehe hier eher eine Rückzugsenergie bei dir. Vielleicht ist dir gar noch nicht bewusst, aber energetisch gesehen. Ja, weil hier ist ein Hauch von Unehrlichkeit bei dieser. Irgendetwas war vielleicht da. Eine Lüge, vielleicht sogar ein Betrug. Der Magier. Krebs. Wassermann-Energie. Ja, ein bisschen auch eine heilende Energie. Sich erholen von dieser Energie da, die zwischen euch liegt.
sich erholen und die Vision manifestieren, starke Manifestationskraft. Eben, entweder manifestierst du dir einen Ausweg raus aus dieser Verbindung oder rein in diese Verbindung. Sechster Schwerter. Ja, du hast ein Ziel. Ja, dreiter Schwerter schon wieder. Große Verletzlichkeit. Du möchtest das wirklich hinter dir lassen, diese Enttäuschung. Ja, schauen wir mal weiter, lieber Krebs. Was ist denn der Rat der Karten? Oha, klare Kommunikation. Neunter Schwerter und Zweifel ablegen. Das ist ein bisschen der Zweifel, dass man nicht so richtig zu sich stehen kann. Dass man vielleicht tausendmal überlegt, was für Worte man sagen sollte. Aufhören damit. Wenn du spürst, es ist der Zeitpunkt da, um, wenn diese Energie kommt, Ass der Schwerter, dann raten dir die Karten, dass du diese Energie annehmen solltest und wirklich diese Chance für reinen Tisch, die für dich auch eine innere Klarheit, innere Wahrheit gibt, anzunehmen. Weil Ass der Schwerter bringt immer innere Wahrheit und Klarheit, wenn man natürlich klar und authentisch kommuniziert. Kommunikation, das ist der Rat. Schauen wir mal weiter. Was liegt denn im Schatten? Was liegt im Schatten? Ein bisschen viel. Was ist dir bei dieser Verbindung nicht bewusst? Ja, Augenhöhe. Augenhöhe, Augenhöhe. Der Herrscher. Stellst du diese Person vielleicht auf ein Podest? Oder die Person stellt dich auf ein Podest? Thema Kontrolle und Augenhöhe. Da muss ein Gleichgewicht hin. Jemand reißt die Zügel an sich. Und auch das Thema Augenhöhe ist nicht so richtig da. Nämlich war das noch ein Thema, vielleicht unbewusst. Weil es liegt im Schatten. Vielleicht bei dir, vielleicht bei deinem Gegenüber, vielleicht aber auch bei euch zweien. Weil an diesem Thema müsste man noch arbeiten. Nehmen wir noch eine. Was ist dir nicht bewusst bei dieser Verbindung? Ja. Wahrscheinlich kennst du diese Person schon aus einem vorherigen Leben und das ist dir vielleicht gar nicht bewusst. Die hohe Priesterin. Seelenverbindungen. Denk aber daran, Seelenverbindungen heißt nicht automatisch, dass du mit dieser Person zusammenkommen musst. Weil du kannst auch mit deinem Vater, mit deiner Mutter eine Seelenverbindung haben. Das hat überhaupt nicht mit romantischer Liebe zu tun. Das verwechseln viele oft. Kann natürlich, wenn man es schafft, ist es wunderschön. Etwas vom Schönsten, was man erreichen kann, auch persönlichkeitsentwicklungsmäßig. Das öffnet den Geist, das ist richtig, richtig krass. Aber man muss, beide müssen zu 1000% bereit sein für das, weil es sehr intensiv. Weil es wird, der Spiegel wird hingehalten und dir wird alles bewusst über deine Schwächen, über deine Wünsche, alles wird getriggert. Und für viele ist das zu intensiv und dann ziehen sich eben zurück. Aber eigentlich wäre das eine ganz, ganz große Chance. Aber es müssen eben beide wollen. Es nützt nicht, wenn nur eine Person möchte. Aber hier ist wirklich eine Seelenverbindung, habe ich das Gefühl, dass du diese Person schon aus einem vorherigen Leben kennst und wahrscheinlich die gleichen Themen, die du jetzt hast, sich wiederholen. Vielleicht wurde das im vorherigen Leben nicht bereinigt und jetzt muss das aufgelöst werden. Diese Themen dürfen jetzt abgelegt werden, damit diese dann im nächsten Leben nicht mehr erscheinen. Interessant. Sehr interessante Legung. Auf eine Art nämlich war tiefer Schmerz, Enttäuschung, aber gleichzeitig Chance für die große Liebe. Aber eben mit Hürden leider. Schauen wir mal mit den Orakelkarten. Krebs.
Triff eine Entscheidung und Abenteuer. Ich habe auch das Gefühl, jemand oder ihr sei sollte über seinen Schatten springen und endlich eine Entscheidung klar kommunizieren. Diese Karte ist so schön. So ein bisschen wie zwei Welten. Entscheide dich für eine Welt. Nimmst du die goldige Welt oder die grüne? Ja, und lass dich auf dein persönliches Abenteuer ein. Das ist natürlich immer Definitionssache für jede Person. Ist Thema Abenteuer etwas anderes. Ja, mein lieber Krebs, sehr interessant. Danke dir vielmals fürs Zuhören, Zuschauen. Lass ein Like da, abonniere meinen Kanal und bis zum nächsten Mal. Ciao.